Das ist Frank-Walter Steinmeier, der 12. Bundespräsident Deutschlands und unser Staatsoberhaupt. Aber was macht er eigentlich und wie wird er gewählt? Seit der Gründung der BRD 1949 gibt es einen Bundespräsidenten. Er wird von der Bundesversammlung gewählt, die aus Politikern wie zum Beispiel Angela Merkel und Prominenten wie zum Beispiel Joachim Löw besteht. Jeder Deutsche, der das Wahlrecht besitzt und sein 40. Lebensjahr vollendet hat, kann als Bundespräsident gewählt werden. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und man kann nur einmal wiedergewählt werden. Aber was sind eigentlich seine Aufgaben? Der Bundespräsident repräsentiert Deutschland von innen und nach außen. Er vertritt den Bund völkerrechtlich und schließt Staatsverträge ab. Außerdem schlägt er dem Bundestag Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers vor. Dies ist eine sehr wichtige Aufgabe des Bundespräsidenten. Eine weitere Aufgabe des Bundespräsidenten ist das Ernennen und Entlassen von Kanzlern, Ministern, Bundesrichtern, Offizieren und Bundesbeamten. Des Weiteren prüft er zum Beispiel Verträge mit ausländischen Staaten und kein Gesetz darf ohne die Unterschrift des Bundespräsidenten erlassen werden. Er kann Straftäter begnadigen, die vor einem Bundesgericht verurteilt wurden, und kann bestimmen, wer einen Orden erhält. In besonderen Fällen kann der Bundespräsident sogar den Bundestag auflösen, beispielsweise nach einer gescheiterten Vertrauensfrage. Diese kann zum Beispiel von der Kanzlerin gestellt werden, wenn sie das Gefühl hat, dass keiner mehr hinter ihr steht. Jetzt wisst ihr genauer, was der Bundespräsident so macht. Danke fürs Anschauen!